Moin Leute, hier ist euer Bashix und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA Vice City Stories. Ja, im letzten Part haben wir ja wieder mal ganz schön gefailt. Wir haben die letzten Missionen von Luis abgeschlossen. Ihr seht, hier ist nichts mehr da. Das war auch die letzte Mission und da mussten wir unter anderem, ja, einen brennenden Puff mussten wir mit Wasser löschen und so weiter und so fort. Und ja, das war eigentlich ziemlich cool. Und ja, in diesem Part fangen wir an mit den Lance Vance Missionen. Das heißt, wir machen jetzt Missionen bei unserem Bruder Lance. Fangen wir mal an mit der ersten Mission, The Audition. Also beziehungsweise die zweite ja schon nach dem Kennenlernen. Lance Vance, Baby. You can trust me. Lance T. Vance, a T for truck. Great. Yeah, love. I love you, man. No, not in a funny way. Alright, ciao. What was that? Nothing. Didn't sound like nothing. Vic, look at me. It was nothing. And you look at me. What was that about? You thank me. Like I haven't heard that before. What have you done? I found a way in. Two kids, broken home, no education, no father. What? And rich as shit. It's the American dream, baby. People look, with good look, medical treatment. We are not kids. We're young at heart. Listen, look, I met a big player. And we'll get big money for doing absolutely nothing. This better not be drugs. We won't be touching no drugs, man. Come on. You know, I'm your brother. You can trust me. So who is this player? My man's name is Forbes. He's gonna call us at the burger bar any minute now. So let's get down there, pronto. Ja, also ganz schnell Kohle verdienen, das ist schwierig. Sei bis 1.15 Uhr an der Burgerbude. Ja gut, das ist ja gleich hier vorne, aber habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, weil so ganz schnell Geld verdienen ist immer schwierig. Und Lance hat ja gesagt, wir haben nicht direkt mit Drogen zu tun. Also ich gehe mal davon aus, wir werden die rumfahren. Mehr oder weniger. Ich bin mal gespannt. So merchandise is hidden in the car's side panels. Ah, yeah. No problem. Ah. Okay, we're gonna pick up Forbes's car. That's it? No drugs? Some player. Man, give me a break. There's no winning with you. Oh, shit. You gotta be kidding me. Okay, nobody move. Come on. Hands where I can see him. Do it. I said, nobody fucking move! Ihr müsst bis 6.15 Uhr bei Forbes Auto sein. Beeilung, ihr müsst hier raus. Wow! Ey, kurz mal die Waffe gezückt und schon geht's ja los, oder was? So. Open your eyes, numbnuts. Ah, und die Polizei hält mich wohl jetzt für den Dieb? Oder für den Einbrecher hier? Shit. Man, that's just typical. Ja. I think we did it. This is bullshit. You oh, Mist. Komm schon. So, auf in die Bullenkarre. Let's go. So, und wir sollen Forbes Auto holen. Wo fahre ich denn wieder lang? Ja, toll. Und ich habe einen Platten oder was. Ah, es ist so typisch. Ja, Forbes Auto. Und wir hatten Lance gehört. Moment, kann ich auch in das Cop-Auto ja reinsteigen? Weil gerade irgendwie verfolgen mich ja keine Bullen irgendwo. Deswegen, ich nehme jetzt nochmal das ordentliche Cop-Auto. Ja, irgendwas scheint in der Seidenverkleidung zu sein. Also wohl eher doch Drogen. Würde ich jetzt mal schätzen. Ach, Lance. Du willst mich doch wieder in irgendwas reinziehen. Sei ehrlich. So, müssen wir eigentlich zum Hafen oder wo? Oh! Oh, das war knapp. Wahrscheinlich schon eher zum Hafen, oder? Bei irgendeinem Schiff.
wird das vermutlich sein. Aber zum Glück sind die Cops ja nicht so anhänglich. Oh, ja, zu früh gefreut. Da hat mich natürlich gleich weggerammt. Oh, und wieder einen Platten geschossen. Die können aber auch gut zielen. Meine Fresse. Und hier hinten ist es aber zum Glück schon. Forbes' car is in the impound yard. So what are we doing here? We're going in the back door. Mhm. Hol ein Motorrad. Ja, das haben wir hier. Begib dich zur Treppe. Ah, okay, hier müssen wir hochfahren. Fahr über die Rampe, um über die Kluft zu springen. Na dann los, Rick. Mach einen Jump. Los. Juhu! Dring in die Verwahrstelle ein. Monster Sun Bonus. Okay, ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Die Monster Suns. Aber ich denke mal schon, oder? Wenn es direkt einen Monster Sun Bonus gibt. Hol Forbes Auto zurück. Okay, jetzt können wir gleich mal auf die ballern. Ja, auf dem Moped ist es ja recht cool gemacht. So, Lance, schieß mal auf die. Ja, okay, da muss ich halt ballern. Oh. Oh, und schön Platten geschossen. Zwei Platten sogar. Na gut, jetzt gehe ich mal lieber runter. Ah, und hat einen schönen Sentinel. Geiles Teil. Flieh über die Rampe aus der Verwahrstelle. Ja, das machen wir natürlich. Und go! Wiehu! Great driving, Vic. But it's best that I take it from here. Hey, hey, what are you doing? Forbes doesn't know you, man. He wouldn't trust you. See you later, baby. Let's, you asshole. Ja, schön, dass du jetzt die ganze Kohle einstreichst. Ah. Oh. Lance, ich hab den Wagen abgeliefert. Wir sehen uns bei Forbes. Okay, dann fahren wir mal zu Forbes. Die staatliche Beschlagnahmungsstelle benötigt eines dieser Fahrzeuge. Aha, die können wir also abgeben. Hier den Sanchez. Die staatliche Beschlagnahmungsstelle ist in Weisport. Konfisziert Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit Drogenkriminalität eingesetzt werden. Stell einfach die von Ihnen gewünschten Fahrzeuge sicher im Namen des Gesetzes. Das ist völlig legal und wird gut bezahlt. Ja, das klingt gut. Aber auch das sehen wir dann natürlich im 100% Guide. Geht auch sogar bald los, das kann ich euch schon mal sagen. Wo müssen wir denn? Ach, wieder ganz hier nach oben. Okay. Dann fahren wir mal dort hin. Oh, jetzt habe ich einen Kopf gestriffen. Schnell weg. Schnell weg. Nein! Nein! Oh, oh Mann. Ja, und wir wurden jetzt auch das erste Mal verhaftet. Hast du einen Fahndungslevel, werden die Gesetzeshüter versuchen, dich zu verhaften. Steigt dein Fahndungslevel, steigen die Anstrengungen, dich zu verhaften. Wirst du verhaftet, so bringt man dich aufs örtliche Polizeirevier zur Vernehmung. Die Polizisten konfiszieren deine Waffen und nehmen Schmiergeld, bevor sie dich freilassen. Ja, logisch. Toll. Aber zumindest haben wir einen Zahltag und $10.000. So, wie viel kosten jetzt eigentlich meine Waffen? Ah, $2.000, nehme ich das? Eigentlich brauche ich es, oder? Ja, ich brauche es schon. Ich brauche es schon. So, jetzt aber ab zu Forbes. Haben wir sogar mit der Verhaftung jetzt eine kleine Abkürzung. Und ich will eigentlich hier diesen Infernos haben. So, gib mir deinen Wagen. Ah, schön.
endlich meine schnelle Karre. Ja, ich bin echt gespannt, in was Lance da verwickelt ist. Oh, das war knapp. Ich denke aber mal, dieser Forbes ist kein freundlicher Geselle. Also ich denke mehr oder weniger, wir werden verraten bei irgendwas. Das ist ja meistens so. Gerade bei solchen zwielichtigen Deals. Boah, ich sehe absolut nichts mehr. So. Und hier ist auch schon Forbes. Hier in diesem Hinterhof, okay, oder? Was? Nee, hier geht's gar nicht rein. Haha, sah irgendwie gerade so aus. Moment, geht's hier rein? Ja, aber hier links nochmal anscheinend. Aha, okay. So, steigen wir mal aus und schauen mal, was das für eine Mission ist. Money for nothing. Ja, das klingt schon mal so wie, You can't kid a kid. Hey, Vic. Hey. Yo, bro, so, what's up? Vic, you want to hear about a little plan that is going to make us three very rich? Very rich. Mm-hmm. So what's the risk? Well, let me put it like this. You will not be handling any drugs. All I need you to do is keep the cops busy while Lance and I steal some merch off the scum who brought it into this country. The drugs are already here, so we ain't drug trafficking. Exactly. You're just a decoy. All you gotta do is make the police think you're carrying. They can't arrest you for that. No, but they can shoot me. Oh. Don't be ridiculous. Yeah, come on, man. Come on. Vic, you'll be fine. Rich and fine. All right, let's do it. Yeah, let's pop. Begib dich zum Ködervan. Ah, mir ahnt schon Übles, will ich mal sagen. Irgendwie ist mir die Sache hier nicht ganz koscher. Weil ich glaube, so legen wir die Cops nicht rein. Und ich vermute mal, wie ich schon gesagt hatte, dass das mehr oder weniger eine Art Falle sein wird für uns. Und wir sogar den tatsächlichen Van jetzt fahren. Also nicht nur einen Köder-Van, sondern auch einen richtigen Van. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. So, du steigst mal hinten ein. Und Lance kommt auch mal, wenn er sich mal beeilen würde. Fahr zur Lagerhalle. Ja, wo ist die denn? Ach, hier unten, okay. Dann nehme ich die Hauptstraße. Und kriege ich jetzt eigentlich Cops oder muss ich da nur dorthin? Dann kriege ich bestimmt die Fahndungssterne, oder? Weil dann werden ja mit Sicherheit mehrere Vans vom gleichen Typ losfahren. Und wir sollen ja nur den Köder spielen. Sie hätten sich aber auch kein langsameres Fahrzeug wirklich, ehrlich gesagt, raussuchen können. Also das Ding ist ja ultra langsam. Wird natürlich eine Verfolgung äußerst schwierig machen. So, bin ich jetzt eigentlich zu spät abgebogen? Nee, hier geht's noch. Okay. So, das Lagerhaus müsste jetzt hier gleich sein. Jetzt bin ich ja mal äußerst gespannt, was jetzt passiert. Okay. Na, hier sind die Cops schon mal. Ist schon mal gut, dass die mich sehen. Für, oder als Köder. This is gonna be the decoy van. Come on, Vic, you drive. This van's the wrong color, Forbes. Relax. It's nothing a little paint can't fix. This van is good to Van Gogh. Yeah, funny. Vic, take the decoy and lead the cops away from here. We'll let you know when we're home free. Steig wieder in den Ködervan. Ja, jetzt muss ich alleine natürlich das Teil fahren, ist klar. Fahr nach Süden und weg von Lance. Let's go. Was heißt denn eigentlich nach Süden?
Ja, muss ich eigentlich hier hin, oder? Zum Hafen? Hoffe ich jetzt einfach mal. Die Cops folgen dir. Halte dein Fahndungslevel aufrecht. Ja, ja. Breaker, Breaker, what's your 20? For Christ's sake, let's speak English. Yeah. We're on our way. Keep the cops busy. Ja, das dürfte kein Problem sein. Die sollen mir einfach nur ein bisschen folgen hier. Los, Jungs. Folgt mir. Hier bin ich. Ja, die schütteln sich eher selber ab. Und wieso steigt der Fortschritt nicht doch jetzt? Hallo, hier bin ich. Na, so wird das doch nichts. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen um den Hafen rum. Die Hälfte haben wir zumindest schon mal fast. Boah. Okay, jetzt waren sie aber auch ein bisschen hartnäckig. Haut ab. Boah. So, du fährst jetzt mal gegen den hier. Und du gegen den LKW. Okay. Oh, ich hoffe mal, dass das Ding nicht irgendwann mal Feuer schluckt. Aber dreiviertelste Anzeige ist voll. Oh, und jetzt kommt noch ein Heli. Verdammte Axt, und hier vorne ist eine Straßensperre. Ah, durchbrettern. Ja, ja. Ach, Mist. Nein, nicht aussteigen. Wir haben es bald geschafft. Zum Glück ist hier auch gleich ein Paintspray. Ja, abhängen. Ja, der fährt gleich rein. Dann fahren wir einfach mal mit rein. So, Mission erfüllt. Oh yeah. $1,500. Dein Fahndungslevel wurde ausgesetzt, begehst du ja. Das ist logisch. Jetzt will ich nochmal schauen, ob noch irgendwie ein Anzeiger von Lance kommt. Weil ich will eigentlich schon noch eine Mission bei ihm dann machen im nächsten Part. Hä, wieso habe ich jetzt wieder drei Cops? Ach. Dann halt nochmal ein Paintspray. Los, schnell. Und oh, rein mit dir weg. Schnell, schnell. Okay. Versuchen wir sie jetzt mal noch abzuhängen, weil ich denke, danach werde ich wohl eine kleine Meldung bekommen. Ich habe jetzt hier auch auf der Karte, nee, da habe ich nur dieses U stehen. Aber das wird auch dabei bleiben anscheinend. Ja, gut Leute, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und falls bis dahin keine neue Mission von Lance da ist, machen wir die Mission von... Wie heißt der Typ? Umberto Robina. Bin ich auch mal gespannt. Alles da, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Euer Bashix.